bitte unterschreibt hier, hier, hier und da. Wir nehmen unseren Pfand auf. Gut, ihr seid alle gefeuert, bis auf Jagged Junior. Jagged Senior nützt mir nichts mehr. Er will lieber Zeit mit seiner Familie verbringen, als Alpen aufzunehmen. Und da er keine Kohle mehr für mich reinholt, wird Jagged Junior ihn nun ersetzen. Das Kind eines Stars verwandelt man leicht in einen Star. Der Rest von euch untalentierten Kindern kann verschwinden. Sie können mich nicht zwingen, ohne meine Freunde für Sie zu arbeiten. Natürlich kann ich das. Dafür sind Verträge doch da. Lest sie durch und dann seht ihr es. Ihr müsstet eure Gesichter sehen, hättet ihr mal nicht unterschrieben. Ihr hättet auf die Piraten hören sollen. Habt ihr aber nicht. Und jetzt ist es zu spät. Schon gut, ich hab die Verträge. Ihr könnt mich so oft von Bord werfen, wie ihr wollt. Aber ihr habt unterzeichnet, ihr gehört mir. Es gibt lauter Kleingedrucktes und zweideutige Formulierungen. Er hat euch alle reingelegt. Er kann uns feuern, wann immer er will? Ja, und genau das habe ich gerade getan. Der Name Kitty Section gehört jetzt ihm? Er ist nicht schön, aber gehört mir. Ihm gehört alles, was ihr gemacht habt und in den nächsten 1000 Jahren noch machen werdet. Man muss sich gut absichern. Meine letzten Kostüme, das Musikvideo von Nino, die Website, die Milan betreibt? Alles mein. Und ihr dürft keine neue Band zusammen gründen? Das wäre unlauterer Wettbewerb. Es gehört einfach alles mir. Alles, was ihr seid. Alles, was ihr sagt. Alles, was ihr in euren Herzen tragt, gehört mir. All das besitze ich nun. Das ist alles meine Schuld. Eine reine Seele, die mal wieder von Bobs Gier erschüttert wurde. Das bittere Weinen eines Künstlers ist Musik für die Ohren meiner Megakumas. Kalki, deine Kraft gehört jetzt mir. Voyage, mein Megakuma! Nicht so traurig, Jagged Junior. Dich feuere ich natürlich nicht. Und ich werde dich reich machen. Reich! Wer braucht schon Freunde, wenn man Geld haben kann? Du wirst natürlich nicht so reich wie ich, aber so steht es nun mal im Vertrag. Silencer, ich bin Monarch. Dieser skrupellose Produzent will deine Stimme stehlen. Aber ich kann dir deine alten Fähigkeiten zurückgeben, dann bringst du ihn zum Schweigen. Als Gegenleistung verlange ich nur Ladybugs und Cat Noirs Miraculous. Nein! Ich spüre noch etwas. Panik. Angst. Wieso widerstehst du so vehement? Hast du etwas zu verstecken? Kann es sein, dass du etwas weißt? Du kennst die Identitäten von Ladybug und Cat Noir. Nein, ich werde es dir nicht sagen. Niemals! Nein! Fast hätte ich herausgefunden, wer Ladybug und Cat Noir wirklich sind. Ich muss es irgendwie schaffen, dass dieser Junge redet. Lieber mache ich nie wieder Musik, als sie für sie zu machen. Wenn ich ihnen nur durch Stille entkomme, dann soll es so sein. Wie kannst du nur? Ich wollte einen Star aus dir machen. Der zerrissene Vertrag hätte dir Millionen eingebracht. Geld und Verträge sind nur Papier. Ich habe Kopien, du gehörst mir. Hallo, Adrien. Guten Morgen, Marinette. Ich rufe nur an, um zu sagen, wie sehr ich mich freue, dass wir uns nachher in der Schwimmhalle treffen. Und um dich zu wecken, falls du noch geschlafen hast. Gute Idee. Ich freue mich auch schon sehr. Ist alles okay, Marinette? Ja, mir ist nur ein bisschen schwindelig, Tiki. Ich glaube, ich muss mal was frühstücken. Willst du nichts essen, Schatz? Meinem Magen geht's irgendwie nicht so gut. An dem Morgen, an dem du endlich eine richtige Verabredung mit Adrien hast? Maman! Das ist ganz normal. Ich bin sicher, das sind die gleichen Schmetterlinge, die ich vor meiner ersten Verabredung mit Vater hatte. Oh, tut mir leid, tut mir leid. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Ich kümmere mich schon darum. Geh du in die Schwimmhalle und triff dein Adrien. Danke, Maman. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh. Guten Morgen, Madame. Wie kommen wir rein? Ihr müsst Tickets kaufen. Oh, dann bitte 2 Tickets. Du zitterst ja. Sicher, dass es dir gut geht? Ja, klar, mir geht's super. Ich liebe die Schwimmhalle. Ah.
Marinette, ist alles okay? Ja, ich habe nur ein Problem mit meinen Schnürsenkeln. Geh schon mal vor, ich komm gleich nach. Marinette, was ist denn los mit dir? Keine Ahnung, ich fühle mich komisch. Hier drüben, Marinette! Soll ich dir helfen? Marinette, was ist los? Lass mich in Ruhe. Ich will allein sein und hör auf, so zu tun, als wärst du nett zu mir. Oh, Andrea, du musst Marinette einen heftigen Streich gespielt haben, wenn sie ausrastet. Was hast du getan? Das ist nicht witzig, Kim. Siehst du nicht, dass es Marinette schlecht geht? Ach komm, sie reagiert immer so, wenn ihr jemand einen Streich spielt. Huh? Was soll das heißen? Wovon redest du bitte? Stimmt, ihr wisst gar nichts davon. Ich erzähl's euch. Es war wirklich der Knaller. Es war letztes Jahr, als Marinette und ich in der 8. Klasse waren. Was ist los mit mir? Ich zerstöre alles, was ich jemals wollte. Panik, ich bin Monarch. Ich habe deinen Schmerz gespürt. Es ist furchtbar, wenn die Emotionen so stark werden, dass man die Kontrolle über seinen Körper verliert. Wenn du willst, verleihe ich dir die Macht. Das darf nicht passieren. Ich muss mich zusammenreißen. Ich muss rausfinden, wieso ich mich immer so fühle, wenn ich Adrian näher komme. Sonst ist das mein Ende. Claudie Conté ist unglaublich. Sie ist die Pilotin von Tsurugi Industries hochentwickeltem Weltraumjet. Und nur Minuten vor dem Start der Testsequenz nimmt sie sich noch Zeit, um Fragen der Mitschüler ihres Sohnes zu beantworten. Im Weltraum wird der Jet weit über 6000 Meilen pro Stunde fliegen. Weitere Fragen? Marinette? Sie sagten, der Jet wurde mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. Können Sie erklären, wie das funktioniert? Natürlich, Marinette. Ich habe euch ja eher noch gar nicht vorgestellt. Aber sie kann sich eigentlich auch selbst vorstellen. Hallo, ich bin AIA, affektives Entscheidungsassistenzsystem. AIA ist quasi meine kleine Schwester. Eine neuere, weiterentwickelte Schwester. Haha. Das sagen alle Schwestern. Du hast ein Programm für Madame Tsurugis Weltraumjet geschrieben? Ich habe nur Markovs Technologie kostenlos ins Internet gestellt und Tsurugi Industries hat sie genutzt. Dank besonderer Sensoren, die überall im Jet verteilt sind, kann AIA meine Präsenz spüren und alles, was ich fühle. Haben Sie Schwimmsachen dabei? Willkommen im AIA-System. Geben Sie Ihr Passwort ein. Ich habe gehört, es gibt Pools auf dem Mars. Tut mir leid, Kim. Es gibt keinen Pool auf dem Mars. Nur Wasser in Form von Eis. Dann verstehe ich nicht, wieso man da hin will. Außerdem fliegen wir nicht zum Mars, Kim. Jedenfalls jetzt noch nicht. Wir machen all diese Tests, um da irgendwann hinzukommen. Heute testen wir zum Beispiel, wie sich eine Pilotin und eine KI wie AIA in stressigen Situationen unterstützen können. Das wird für eine Reise zum Mars sehr hilfreich sein. Oh, richtig. Und dann nehmen Sie Ihre Schwimmsachen mit. Claudie, ich spüre, du bist emotional bereit, enthusiastisch und selbstbewusst. Initiiere Testsequenz. Legen wir los, AIA. Test Nummer 1. Meine Sensoren nehmen deinen Stress genau wahr, Claudie. Unter diesem Punkt bist du nicht mehr in der Lage, den Jet sicher zu manövrieren. Ich übernehme. Level ist wieder normal. Ich übergebe dir die Kontrolle zurück. Test Nummer 1 war erfolgreich. Yeah! Ich gratuliere, AIA. Dann geht es jetzt weiter mit Test Nummer 2. Die Sensoren in deinem Anzug zeigen mir, dass du den Jet verlassen hast, Claudie. Ich bringe dich zurück. Zweite Chance. Sensorische Verbindungen sind deaktiviert. Ja! Claudie, ich gratuliere, AIA. Claudie, wo bist du? Claudie, ich empfange deine Vitalzeichen nicht mehr. Was? Ich bin hier, AIA. AIA, hörst du mich? Tja, diese Fähigkeit habe ich hier soeben genommen. Test Nummer 2 ist fehlgeschlagen. Die Pilotin wurde nicht gerettet und befindet sich außerhalb eines Erforschungsbereiches. Ohne Menschen an Bord übernehme ich die Kontrolle über den Jet. AIA, meine Mutter ist an Bord. Der Test war erfolgreich. Tut mir leid, meine Freunde. Im Weltall kann euch niemand schreien hören. Was ist los? Claudie Contés Weltraumjet verlässt die Erdbahn. Kalki, deine Kraft gehört jetzt mir. Um 14:37 Uhr habe ich meine Pilotin im Weltall verloren. Test Nummer 2 ergab, dass ich eine gefährliche Erfindung bin. Um die Menschheit vor mir zu schützen, fliege ich dem Weltraumjet ans Ende des Universums. Versucht nicht, mich zurückzuholen. Ende der Übertragung.